Vertraut, wir stehen hier am Heilbronner Wartberg und in wenigen Minuten soll die Aktion Heilbronn schenkt Licht starten. Eine große Benefizaktion. Können Sie noch mal ganz kurz den Hintergrund dieser Aktion erklären? Ja, es ging uns darum, für die Flüchtlingshilfe, insbesondere für Kinder und für Frauen, die wir hier in Heilbronn in Schutz, in Obhut genommen haben, etwas zu tun, etwas zu sammeln an Spenden. Und wir wollten das nicht auf dem ganz banalen Weg machen, weil es war uns wohl auch bewusst, jetzt wird natürlich vor Weihnachten für vieles gefragt, ob die Menschen bereit sind zu unterstützen in verschiedensten Feldern. Und wir dachten, wir machen ja was für Heilbronn und dann sollte das eigentlich auch ein Thema sein, was die Heilbronner vom Herzen her bewegt. Und wir dachten, es wäre einfach schön, wenn man nachher diese ganzen Einzelspenden als Lichter erstrahlen sieht. Und wo gibt es einen schöneren Ort als am Heilbronner Wartberg, ein Symbol der Stadt, das man von der ganzen Stadt aus sehen kann. Was soll jetzt ganz konkret nachher passieren? Wie ist die Lichterkette gespannt? Wie viele Lichter gibt es dann? Und wird es auf einen Schlag passieren? Ja, also der Wartberg ist ja unheimlich groß. Man merkt es jetzt, wenn man ihn zu Fuß abschreitet. Und die eigentliche Lichterkette, die geht jetzt hier wirklich über einen Kilometer den ganzen Panoramaweg entlang. Man würde sicherlich auch von der Stadt aus dann dieses Lichterband sehen. Und wir haben also jetzt total an Spenden, Stand heute, zwischen 6.000 und 7.000 Lichtern. Aber wir hoffen, dass wir durch die Aktion jetzt selber übers Wochenende auch noch Zuspruch bekommen. Wie lange läuft die Aktion noch und was wünschen Sie sich so als Endspendenziel? Ja, also wir denken, dass wir mit den Lichtern wirklich noch auf den fünfstelligen Bereich kommen sollten. So die 10.000 Lichter, das wäre echt jetzt der Traum. Und ich denke, die Heilbronner sind so hilfsbereit, das kriegen wir hin. Wie lange kann man noch spenden? Wir sind jetzt auf jeden Fall noch bis Weihnachten auf dem Weihnachtsmarkt. Man kann dieses Jahr noch spenden. Ich glaube, die Bürgerstiftung hat uns versprochen, dass wir so zum Jahresabschluss mal eine Abrechnung des Spendenkontos machen. Und dann ist für dieses Jahr auch die Spendenaktion zu Ende. Sie sind jetzt mit Walkingstöcken hier oben auf dem Wartberg. Dürfen wir Sie fragen, warum Sie hier sind? Ist das auch genau der Grund, diese Aktion zu unterstützen? Ja, genau. Wir haben auch solche Lichter gekauft. Ich finde es eine tolle Idee. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen das und wir wollten dem ganzen Verkehr entgehen, haben uns Auto unten abgestellt und haben es mit dem Spaziergang verbunden. Wie gefällt es Ihnen hier heute Abend am Wartberg? Sehr schön, ganz toll, tolle Atmosphäre, also wunderbar. Und die ganze Aktion, diese Benefizaktion für Flüchtlinge in Not, was sagen Sie zu der Aktion? Die habe ich unterstützt, das war schon, glaube ich, vor 14 Tagen, wo ich mein Lichtle gekauft habe und er wollte es auch mal sehen.